Herzlich willkommen bei meinem Single Coaching. Bei Schritt 3 der 7 Schritte zum passenden Partner geht es um das Thema Selbsterkenntnis. Und Selbsterkenntnis hat was mit Mustern zu tun, mit Dingen, die unbewusst sind. Die meisten von euch werden das Bild von dem Eisberg schon mal gesehen haben, werden sich damit wahrscheinlich auch schon auseinandergesetzt haben. Der Eisberg, es guckt die kleine Spitze oben raus und der Rest ist unter dem Wasser. Es ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dem bewusst, was wirklich ist, und der Rest, der spielt sich unbewusst ab. Und wenn du auf der Suche nach einem Partner bist und das schon ein bisschen länger dauert, oder wenn du in Partnerschaften drin warst, die nicht wirklich funktioniert haben, oder wenn du dich aus irgendeinem anderen Grund schwer damit tust, würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, dass unbewusste Mechanismen mit im Spiel sind, die dich davon abhalten, das zu bekommen, was du wirklich haben möchtest. Und du kannst es dir vorstellen, wie mit angezogener Handbremse Auto zu fahren. Das funktioniert nicht. Genau das gleiche mit Fahrradfahren. Wenn du die Bremse gezogen hast, kannst du noch so weit treten. Vielleicht kommst du vorwärts, aber es ist extrem anstrengend. Den Rädern tut es nicht gut und es macht einfach keinen Spaß. Und wenn diese Bremsen gelöst sind und du einfach trittst und ankommst und es rollt, dann ist es viel, viel, viel einfacher. Vielleicht hast du dich mit dem Thema Muster noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Dann würde ich es total empfehlen, dass du das tust. Im Online-Workshop gehen wir da echt tief rein und auf eine Art und Weise. Ich kriege oft das Feedback von einigen, die sich schon lange mit dem Thema Muster auseinandersetzen, die auch schon einige Therapien vielleicht gemacht haben oder auch sehr viel Selbsterfahrungsseminare, dass das alles total hilfreich war und dass sie schon ganz viel an sich gearbeitet haben. Was wir beim Online-Workshop machen, ist, dass wir das Ganze auf den Punkt bringen in Bezug auf Partnersuche. Das heißt, aufdecken, was ist und was hat das jetzt ganz konkret mit der Partnersuche und mit meiner Situation zu tun. Und ich arbeite damit, ich nenne es Rollen, Muster, Filter. Rolle, welche Rolle habe ich in der Kindheit eingenommen? Was habe ich gelernt? Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Ich habe mich zurückgenommen. Meine Eltern waren vielleicht überfordert mit mir oder waren immer total beschäftigt. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe Anerkennung, Bestätigung bekommen. Wenn ich ruhig war, wenn ich brav war, wenn ich nicht zu laut war. Und das ist was ich dann, ja, was für mich ein Stück weit normal war. Und war dann vielleicht ein recht ruhiges, das wäre die Rolle. War dann als die Rolle, die sich dann irgendwann im Muster etabliert, war dann in der Schule vielleicht eher etwas ruhiger, zurückhaltender, schüchterner, hab nicht so viel gesagt. Hab dann irgendwann vielleicht doch gemerkt, dass ich doch ein paar Sachen sagen kann, dass es ganz okay ist, musste aber ganz schön dafür kämpfen, beziehungsweise ist mir nicht leicht gefallen. Und ich nehme mich deshalb doch immer noch so ein bisschen zurück. Und das zieht sich dann weiter irgendwann ins Berufsleben hinein, dass auch da ich mich vielleicht eher bedeckt halte, wenn es um Gehaltserhöhung geht, dann sage ich nicht groß was. Ich möchte zwar gerne, aber ich traue mich nicht wirklich. Ich sehe zu, dass ich meine Sachen vernünftig fertig mache, damit ich die Anerkennung vom Chef bekomme, die Bestätigung. Oder in einer Partnerschaft möchte ich niemandem wirklich zur Last fallen. Also gucke ich auch da, dass ich es demjenigen recht mache, drücke meine Bedürfnisse nicht aus. Das sind so diese Muster, die sich etablieren. Und was sich dann entwickelt, ist ein bestimmter Filter, eine Brille, die ich aufhabe. Und diese Brille könnte dann sowas sein wie: Ich sehe dann eher Personen oder ich nehme es eher wahr, wenn jemand irgendwie ein Anzeichen hat von, oh, mir ist es gerade zu viel oder es geht mir gerade nicht so wirklich gut, dann nehme ich eher das wahr, wenn jemand sich so verhält und guckt dann in dem Moment, oh ja, da kann ich drauf anspringen, dann ist derjenige glücklich, was ich dann für diese Person tun kann. Das heißt, dass meine Ausrichtung eher in Richtung Personen ist, die denen es vielleicht nicht gut geht, die selber nicht wirklich gefestigt sind, die öfter mal Hilfe brauchen, die mit ihrem Leben überfordert sind, damit ich da unterstützen kann. Das war jetzt ein Beispiel
von diesen Rollenmustern, Filtern, wie es sich entwickelt, gibt es total viele unterschiedliche Varianten. Und zu gucken, was ist meins, was ist bei mir los? Denn was sonst passiert ist, dass wir auf einer Art Autobahn sind mit Autopiloten, immer in die gleiche Richtung fahren. Und diesen Autopiloten, den müssen wir aber irgendwann abschalten. Gerade wenn wir merken, dass es mit der Partnersuche nicht vorwärts geht oder dass wir immer wieder in die gleichen Partnerschaften reinrutschen, dass wir immer wieder die gleichen Hindernisse haben, dass wir immer wieder in Partnerschaften sind, wo wir auf gleiche Probleme oder auf ähnliche Probleme stoßen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass dann da Dynamiken sind, dass du dich auf einer Autobahn befindest, auf der du unbewusst mit Autopiloten entlangbretterst und das nicht mitkriegst. Und dann ist es dein Job zu gucken, gut, was ist jetzt diese Autobahn, was ist dieser Autopilot, welche Muster spielen da eine Rolle, damit du für dich einen Absprung findest, dass du eine Ausfahrt findest zu der Ortschaft, zu der du hin möchtest, zu dem Ziel, wo du hin möchtest, und dass du das dann aber auch aushältst, wirklich aushältst, die Autobahn zu verlassen, dich aus deiner Komfortzone zu bewegen, denn dich anders zu verhalten, das ist dann erstmal ganz, ganz schwer. Und das auszuhalten, das zu tun, diese Schritte zu tun, das ist ein Prozess. Und das ist ein Prozess, den wir lernen müssen, Schritt für Schritt für Schritt, und den gehen müssen. Und das Erste ist es aber, diese Muster aufzudecken, zu gucken, was für eine Dynamik findet hier gerade statt, damit ich dann Schritt für Schritt diese Autobahn verlassen kann und meinen Weg gehen kann und die Partnersuche anders gehe, in eine Partnerschaft anders reingehe, den Kennenlernprozess anders gestalte, damit ich in einer Partnerschaft bin, in der ich mich wohlfühle, in der ich selber bleiben kann, eine Partnerschaft, die auf Augenhöhe ist, wo ich da auch keine Angst haben muss, mich zu verstecken, wo ich mein Licht nicht unter den Scheffel stelle, wo ich selbstbewusst da sein kann und dann auch merke, auch wenn es mal herausfordernd wird, wenn ich jetzt mal gerade für mich einstehen muss, dass der Partner dann bleibt und nicht weg ist. Das ist nämlich was, wofür ganz viele Angst haben, dass er dann weg ist, wenn ich dann doch mal was sage. Und wenn ich das nämlich von Beginn an nie was sage, werde ich nie wissen, wie es ist, wenn ich dann wirklich mal für mich einstehe. Das heißt, wir brauchen das gleich zu Beginn. Und dafür musst du aber erstmal gucken, welche Dynamiken sind da, damit du dann diese Schritte gehen kannst, das zu ändern und Schritt für Schritt in diese Richtung gehst. Also diese Selbsterkenntnis ist total wichtig. Und wenn du da jetzt schon viel gemacht hast in dem Bereich, ist es trotzdem hilfreich zu gucken, wie ist es denn konkret mit der Partnersuche und Partnerschaft. Denn das ist was wir im Online-Workshop wirklich aufdröseln und zu gucken, wie du es dir da gut gehen lassen kannst. Und was anderes, was du im Online-Workshop noch kriegst, sind Meditationen und Audios. Eigentlich zu fast jedem Schritt sind Audios mit dabei. Denn was mit der Selbsterkenntnis oder was auch in diesem Bereich ist, ist, wenn du mal enttäuscht bist oder wenn du merkst, jetzt haut dich emotional gerade was von den Socken, ist es so, dass wir in so eine unbewusste kindliche Rolle reinrutschen und merken, oh, eigentlich weiß ich doch, dass das jetzt total irrational ist, dass ich mich komisch verhalte, dass es anders ist, aber du steckst in so einer Emotionalität fest, aus der du dich selber nicht lösen kannst. Und da hast du Werkzeuge, wie du dich aus dieser Falle befreien kannst, damit du aus dieser Emotionalität rauskommst und dann als erwachsene Person die Themen angehen kannst, sodass dein Bauch und Kopf eine Sprache sprechen und du nach vorne gehst. Das heißt, nochmal zusammengefasst, wenn du auf einem Weg gehst und eine Hürde vor dir hast, dass du es lernst, diese Hürden zur Seite zu räumen, statt rüber zu klettern, sie wieder vor dich zu stellen, nochmal rüber zu klettern, sie wieder vor dich zu stellen, nochmal rüber zu klettern. Das nervt nämlich. So, und darum geht es in dem Schritt Selbsterkenntnis, dass du für dich guckst, was sind meine Themen, was sind meine Muster, damit du die Partnersuche anders angehst, selbstbewusst, damit du den Autopiloten hinter dir lässt, damit du die Autobahn verlässt und so in Richtung Partnerschaft gehst, wie es dir gut geht, selbstbewusst in deiner Mitte,
damit du deinen Partner findest, mit dem du auch auf Augenhöhe sein kannst, der dann auch in sich selber gefestigt ist. Tschüss!